Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir leben im 21. Jahrhundert, kurz vor einem Massaker. Es ist ein Land mit dem zweitgrößten Armee in NATO, nämlich mindestens 500.000 Soldaten. Ein Land mit 80 Millionen Menschen greifen eine kleine Stadt Afrin mit 400.000 Einwohnern. Die sind kurz vor einem Massaker ausüben. Die haben die Stadt umsingelt und wollen angreifen. Die können stark sein. Die können sehr, sehr stark sein. Aber wir wissen aus der Geschichte, dass diese stärkste Armee der Welt, nämlich die Amerikaner, in Vietnam verloren haben. Wir wissen ganz genau, dass die Nazi-Armee in Stalingrad verloren hat. Und es ist schuldig, zuzugucken, nichts zu tun, als wenn es nichts passiert ist. Ich sage nochmal, wir stehen vor einem Massaker. Und dieser Massaker wird vor Augen der aller Öffentlichkeit, vor Augen der aller Länder durchgeführt. Und keiner sagt was. Das ist beschämend. Ich sage nochmal, das ist beschämend, dass die Kinder, Frauen, ältere Menschen getötet werden, weil die Kurden in ihrem Land, auf ihrem Territorium selbst leben wollen, ohne Hilfe von anderen. Die brauchen ihr Land. Die brauchen nicht nur Afrin. Es gibt Menzib, Kobane, Kamishlu, Musul, Duhok, Kerkuk. Es gibt Ahmet, Bitlis, Bingöl, Marash, Diyarbakır. Wenn Sie für eine Stadt, eine einzige Stadt, 55 Tage brauchen, meine Damen und Herren, Sie können sich vorstellen, für ganz Kurdistan brauchen Sie mehrere Jahre. Und die werden es trotzdem nicht schaffen. Wir haben Recht. Wir wollen unser Territorium haben. Wir wollen auf unserem Land friedlich leben. Wir tun niemandem was. Seit dem Krieg in Syrien, nämlich seit 2012, ist keine Mine aus Afrin in die Türkei geschossen worden. Keiner hat bis jetzt dort jemanden getötet. Umgekehrt sind viele Leute aus der Kriegsgegend nach Afrin gekommen. Die haben dort um Asyl gesucht. Und die Leute, die eher dort nichts haben, die haben ihren Hab und Gut verteilt, geteilt. Es sind 400.000 zwar Afriner, aber genauso viel Leute, Araber und andere Völker, die dort leben. Und die Kurden teilen ihr Brot. Das ist nicht falsch. Falsch ist, dass dieses Land, diese Afrin angegriffen wird. Falsch ist, zuzugucken und nichts zu tun. Allein in Deutschland leben 1,2 Millionen Kurden. Wir sind Teil dieser Gesellschaft. Wir leben hier und wir werden hier weiterleben. Dorthin zu gucken und nichts zu tun, heißt auch gegen uns zu sein. Gegen die Menschlichkeit zu sein. Und noch eine Sache. Der Putin, die Russen, die haben durch ihre dreckige Politik Türkei unterstützt. Dieser Luftkorridor hat kurdische Bewegung irgendwie zu lahmgelegt.
Es sind vielleicht Tausende von Leuten gestorben. Wenn die Türkei so stark ist, sie soll mal aufhören, von oben zu bombardieren. Wenn sie so stark sind, dann sollen sie mal zu mal kämpfen. Nicht durch die Hilfe von anderen auf unser Volk angreifen. Und wir erwarten von Frau Merkel klare Worte. Wir erwarten von der deutschen Regierung, von den Parteien klare Worte. Wir erwarten von Frankreich, von England, von Italien, von der Europäischen Gemeinschaft klare Worte. Wir erwarten von Amerikanern klare Worte. Heute kämpft er gegen die Kurden, gegen Wüter, gegen morgen wird er gegen andere Völker kämpfen. Der ist ein Diktator. Und so einen Diktator braucht man nicht. Wir hatten schon einen gehabt, nämlich Saddam Hussein. Der ist im Kurdistan durch ein kurdisches Gericht zum Tode verurteilt worden und wurde aufgehängt. Das wissen wir doch alle. Jetzt ist der Erdogan dran. Wenn er so weitermacht, wird er wieder durch die Kurden im kurdischen Gericht aufgehängt. So was macht man nicht. Und der Afrin wird nicht allein bleiben. Afrin wird kämpfen bis zum letzten Tropfen. Afrin, da gehen die Leute nicht raus. Die Kurden gehen nicht raus. Es sind 600.000, 700.000 Leute und keiner will raus. Man muss genau überlegen, meine Damen und Herren, was das heißt. Die wollen ihr Land nicht verlassen. Die wollen lieber sterben, als ihr Land zu verlassen. Deswegen brauchen wir nochmal die Unterstützung von der deutschen Regierung, von Frau Merkel, von allen Parteien. Dankeschön. Solidarität! Oh.